ich habe am Anfang wirklich, als ich ins Arbeitsleben gekommen bin, müssen lernen, dass die Frauen nicht die Hosen anhaben. Weil daheim ist das einfach immer, meine Mutter hat immer gesagt, was durchgeht. Und ich habe mir gedacht, das ist doch überall so. SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit der Sandra Stella Triebel. Sie ist Gründerin, Netzwerkerin und eine der erfolgreichsten Verlegerinnen der Schweiz. Sie hat Politik, Medien und Biologie studiert. Und die Handelszeitung hat Sandra Stella Triebel bei der Liederwahl 2020 auf Platz 5 aufgeführt, hinter dem Alain Berset, Jo Sutter, Roger Federer und dem Roland Brack. Neu gibt es jetzt ihre Firma, ihr Netzwerk Ladies Drive, auch in Asien. Über all das reden wir noch. Sandra Stella, was sicher ist, du hast Durchhaltewillen gezeigt, du hast Sachen angepackt, die viele gefunden haben. Vergiss es, das wird jetzt eh nichts. Heute sind wir erfolgreicher denn je. In dem Jahr, wo du jetzt 50 wirst, wenn du auf deine Karriere zurückschaust, bei welchem Moment oder bei was hast du ein Lächeln im Gesicht und findest, das habe ich richtig gut gemacht? Oh Gott. Frustriert es mich, wenn du sagst, ich werde 50 dieses Jahr. Weil innen bin ich so, ich schaue immer noch in die Welt aus, als wäre ich 14 und das hat sich wenig geändert und meine Hülle altert und plötzlich sagt aber du bist 50. Gott, das ist so weit weg für mich immer. Aber zurück zu deiner Frage, wann habe ich ein Lächeln? Ich schaue, dass ich immer ein Lächeln auf der Lippe habe, weil wenn du mit dir selber zufrieden bist, kannst du auch gut performen und ich stehe wirklich, bevor ich am Morgen aufstehe, habe ich so ein bisschen das Mantra und das ist, dass ich mir selber und anderen mit Liebe begegne. Und wie machst du das? Also, sagst du das? Ich sage mir das einfach, bevor ich die Füße aus dem Bett raus auf den Boden setze. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man mit guten Gedanken für sich, aber auch für die anderen im Tag hinein startet. Mhm. Und das gibt ja schon mal ein Lächeln, weil ich meine, das Tagesgeschäft, uns passiert ganz viel Hoppalas und ganz viele Sachen, die nicht funktionieren. Und ich setze ganz viele Sachen ins Sand oder verhaue etwas. Und dann hat man genug Chancen, über den Rest der nächsten 24 Stunden sich zu ärgern. Aber wenigstens Start ist mit einem Lächeln in den Tag. Das ist doch schon mal ein guter Start. Ich habe gedacht, vielleicht sagst du an dieser Stelle, dass du stolz bist darauf, dass ihr schon im Jahr 2007, wo du mit Ladies Drive gestartet bist, also ein Wirtschaftsmagazin für Businessfrauen, das viermal im Jahr rauskommt, hast aber auch noch internationalen Business Club gegründet, League of Leading Ladies, Gesprächsserie, Seminar, ganz, ganz viel. Und vor allem aufgebaut hast du das Ganze so als Community, eine Art als Plattform. Und das im 2007. Ich meine, heutzutage ist das so, ja, das kennt man. Dazu mal bist du komplett allein mit dieser Idee. Ja, heute gibt es Hashtags dazu. Früher hat es die nicht gegeben. Und da sind wir natürlich ein bisschen stolz drauf. Aber ich denke immer, was kommst du Cumulus-Punkte über in der Migro, für das du stolz bist auf etwas? Nein, also ist nicht so wichtig. Also ich glaube, da darf man sich selber auch nicht so wichtig nehmen. Natürlich ist es schön, dass wir mit etwas jetzt rückblickend betrachtet, früher dran gewesen sind. Und natürlich hat man mich auch mit meiner Art zu schreiben, haben mich meine Kollegen, weiss noch, von der Bilanz jahrelang ein bisschen ausgelacht und haben immer gesagt, oh, hör doch mal auf, Geschichten erzählen. Weil ich habe ja über 10 Jahre das Gute-Nacht-Geschichten moderiert im Schweizer Fernsehen. Also, und dann haben sie mir gesagt, hör doch mal auf, Geschichten erzählen. Und Wirtschaftsjournalismus ist Fakten und das sind Facts und Figures, haben sie immer gesagt. Und ich habe mir gesagt, nein, wo ist die Leidenschaft? Ich will das Herzblut sehen. Ich will auch die, was man heute Fuck-up-Stories nennt, also ich will auch die Misserfolge ein bisschen hören von den Leuten. Und nicht immer nur die Erfolgsgeschichten, die sind ja eigentlich langweilig. Wenn du sagst, das ist mein Erfolg und das ist mein Haus und das ist mein, und den kenne ich und den kenne ich nicht und ich bin so wichtig. Das ist eigentlich nicht wichtig als Mensch für deine eigene Entwicklung. Aber für eure Entwicklung ist es wichtig, dass ihr von Anfang an eben die Community quasi gehabt habt. Also, man muss das noch schnell erklären. Das heisst, gerade jetzt bei den Zeitschriften, habt ihr einen kleinen Teil fixe Leute gehabt, aber vor allem die es auch lesen, haben geschrieben. Genau, wir haben immer gesagt, wir machen von für Frauen Produkte. Und das ist überall so. Wir haben wenig Journalisten, die für uns arbeiten, sondern das ist ein Sommelier, der für uns arbeitet, das ist eine Headhunterin, das ist eine Gynäonkologin, das ist eine Beraterin, das ist mit der Patty Basler eine Slam-Poetin, das sind aber auch einige Männer, die für uns schreiben. Und wir versuchen eigentlich die Leute aus dem Leben rauszunehmen, dort wo sie Profi sind, und sie einzuladen, zu einem Thema ihre Gedanken zu teilen. Und dann hast du eben viermal im Jahr ein Magazin, und so machen wir es auch auf dem Blog, auf dem kuratierten Blog, dass du eben nicht eine Checkliste hast und sagst, hey, für den Erfolg hast du erstens, zweitens, drittens. Weil Erfolg ist so etwas Individuelles. Das bedeutet für jeden und für jede etwas anderes.
Und ich finde es spannend, wenn wir Themen vorgeben, was wir immer machen pro Ausgabe. Aktuell zum Beispiel über posttraumatisches Wachstum. Also wie kann man wachsen, nachdem man ein Trauma erlebt hat? Das ist möglich. Da wird sehr lange geforscht auch schon auf diesem Bereich. Aber es ist noch nicht so bekannt in den Medien. Und dann gebe ich die Themen raus und dann kommen all die Autoren, die wir haben, insgesamt fast 30 Leute, zurück mit ihren Ideen und geben die dann ein für das Magazin und für den Blog. Und dann publizieren wir die. Teilweise machen wir dann auch Events mit diesen Themen. Und so hast du wie ein Kaleidoskop, so eine ganz schillernde Rundumsicht auf ein Thema. Niemand sagt, das ist richtig, das ist falsch. Genau so musst du es machen, sonst ist es eben nicht richtig. Und so gehört sich das. Sondern jeder erzählt einfach, wie er nach einem Trauma, jetzt ganz konkret zu diesem Beispiel, etwas hat können lernen. Mhm. Und man kann doch auch profitieren. Weil du kannst profitieren vom, ich sage es mal blöd, vom Wissenstransfer, wo dir da gegeben wird. Mhm. Und du kannst, bei gewissen Sachen siehst du dich sehr drin, das resoniert mit dir. Und dann sagst du, oh ja, bei mir geht das auch so. Und bei anderen vielleicht nicht so. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht Content, also Inhalt herstellen, wo alle der gleichen Meinung sind, sondern wo man möglichst viele Meinungen hat. Und dann kann man bei gewissen Sachen sagen, das ist mir näher, dann nehmen wir etwas raus und nehmen anders ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich die Faszination. Oder? Also du bist Frauenförderin, wenn ich so kann sagen, Netzwerkerin. Was ist das, auf ganz vielen verschiedenen Bühnen und Plattformen, was ist das, was dich antreibt? Was mich antreibt, ist, Menschen zusammenzubringen, die einen wohlwollenden Bereich finden, wo sie sich können treffen und begegnen und über die Zeitdauer von mehreren Monaten und Jahren können langfristige, nachhaltige, tragfähige, wahrhafte Beziehungen aufbauen. Wie das klingt jetzt aber schon. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was das Leben ja ausmacht, oder? Dass du wahrhafte Beziehungen hast. Es gibt ja ganz spannende Langzeit-Harvard-Studie zum Thema Glück. Die läuft seit dem Zweiten Weltkrieg und mittlerweile schon mit der nächsten Generation, mit der Kindergeneration von der ersten Kohorte, die man damals befragt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat die immer wieder befragt, was macht glücklich? Und das ist, glaube ich, die einzige so angelegte Langzeitstudie zum Thema, was macht eigentlich glücklich? Und Daten aus dieser Harvard-Studie zeigen ganz klar, dass das, was uns Menschen glücklich macht, sind tragfähige Beziehungen, echte Beziehungen. Und nicht das Geld und nicht der Raum und nicht die Rolle, die du hast in deinem Job, sondern tragfähige Beziehungen. Also das hat man ja gesehen während Corona. Die, die ein gutes Netzwerk hatten, gute Nachbarschaften, sind viel besser durch die Krise gekommen. Bei allen traumatisierenden Erlebnissen ja so. Oder? Wenn du einen Todesfall hast in der Familie, und am Schluss bist du froh, wenn jemand dich einfach mal in den Arm nimmt und ein bisschen zulässt. Mhm. Und bei Menschen mit Erschöpfungsdepressionen das gleiche Thema. Oder? Du bist einfach froh, wenn dir mal jemand etwas zu essen bringt, wenn du gar nicht mehr zum Bett auskommst. Und ich glaube, wenn man es mal runterbricht, sind wir, glaube ich, nur dann glücklich, wenn wir eben solche schöne Beziehungen um uns herum haben und wenn wir irgendwann können zurückblicken und sagen, hey, wow, die Person hat mich wirklich gern gehabt, die hat mich wirklich geliebt für das, was ich bin, nicht das, was ich darstelle. Weil ich meine jetzt auch wir haben vorher davon geredet, ich werde 50, ich meine, die Hülle altert, ob du jetzt so willst oder nicht, da könnte ich mir theoretisch noch ein bisschen pimpen, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, weil ich einfach finde, ich bin mehr wie meine Hülle. Aber natürlich altert die Hülle, und zwar ganz grausam. Ich glaube, alt werden ist nicht für Feigling, sagt man immer so. Das hat vielleicht ein bisschen etwas. Aber ich finde, wir sind mehr als unsere Hülle, mehr als unser Geschlecht, mehr als unsere Nationalität, also unsere Religion, unsere Hautfarbe. Da gibt es eine Ebene unter drunter, wo wir als Menschen uns können verbinden. Und das ist das, wo ich investiere, wo ich viel lieber investiere als in Aktien. Nämlich in solche Beziehungen. Und du hast vorher ja gesagt, Erfolg ist ja ganz unterschiedlich. Jeder sieht es ein bisschen anders. Was ist denn für dich Erfolg? Erfolg ist für mich extrem verbunden, ganz eng verbunden mit Freiheit. Und ich glaube, darum bin ich in der Selbstständigkeit auch ganz gut aufgehoben, weil mir Sicherheit nicht einmal so wichtig ist. Also ein gesichertes Gehalt haben, Ende des Monats, Ende des Jahres, eine Pension haben, also all die Gedanken, die man vielleicht könnte haben, die sind mir nicht so wichtig. Aber das ist etwas ganz Individuelles. Ich bin lieber frei.
Also ich liebe, es gibt so eine schöne persische Geschichte vom Vögele im goldigen Käfig und vom dreckigen Rab, oder von den Kreien, die rumfliegen dürfen. Und ich bin dann halt eher die dreckige Kreie, die frei rumfliegen. Das ist mir viel lieber. Aber da muss jeder für sich herausfinden, was dich auch happy macht. Auf das können wir sicher noch. Aber was ich schon auch spannend finde, ich meine, das ist ja die gleiche Art von Feminismus, die du erlebst. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, immer mehr auch. Also eben 2007, wo du das Wirtschaftsmagazin für Businessfrauen rausgegeben hast und all die Geschichten, vor allem für Frauen, die Seminare, die Bargespräche, ist das noch viel weniger stark gewesen, auch weniger in der Öffentlichkeit. Was würdest du sagen, was für eine Art Feminismus lebst du? Ich glaube, ich lebe einen Feminismus, der fokussiert ist auf das Erreichen von Chancengleichheit. Und ein Feminismus, der gemeinsam mit Männern gemacht wird. Weil ich einfach denke, gemeinsam funktioniert es besser und am Schluss ist das Leben gemeinsam in sehr vielen Fällen. Wir gehen, sind Frauengemeinschaften oder so, auf Englisch sagt man Sisterhood, die sind zwar schön und in gewissen Kulturen auch sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, ich habe zuhause auch einen Mann, seit 23 Jahren sogar der gleiche. Also auch Geschäftspartner. Genau. Also wir sind Tag und Nacht zusammen. Allerdings. Ich kann ja nicht einen Geschlechterkampf im Geschäftsbereich führen, ohne dass ich den heimtragen würde. Und kämpfen finde ich immer ganz komisch. Also das finde ich immer ganz schlecht. Also, da bin ich ein bisschen allergisch gegen Wörter, die mit Kampf enden. Und weil ich einfach finde, zuhause musst du einen sicheren Hafen können haben. Und wenn du einen Geschlechterkampf tatsächlich heimtragst, dann hast du zuhause keinen sicheren Hafen mehr. Das heisst nicht, dass man nicht darauf ansprechen soll, wenn etwas nicht gut läuft. Das heisst es überhaupt nicht. Aber man muss aufpassen, wo man dann den Kampf tatsächlich andreht. Hast du das Gefühl, im Moment ist der Kampf da? Es gibt Nuancen von Feminismus, wo das eher als Geschlechterkampf betreiben. Aber das hat es immer schon gegeben. Also ich glaube, das ist in allen Bereichen so, dass es einen gesunden Bereich gibt von Feminismus, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. Oder eben dann eher ein bisschen härter. Und ich finde, manchmal braucht es ein bisschen beides. Das hat man auch beim ganzen Umweltthema sehr stark gesehen. Es braucht manchmal die laut sind, die sagen, es läuft etwas gerade nicht gut mit unserer Umwelt und mit der Politik Umwelt und wie die Firmen und wir Menschen mit unserer Umwelt umgehen. Und manchmal muss man sehr laut schreien, damit wieder etwas passiert. Und darum braucht es wie ein bisschen alles. Aber ich glaube, der Feminismus, weil du das angesprochen hast, wo wir leben, der ist sicher einer, der gemeinsam mit Männern gemacht wird. Mhm. Und dann geht es eben viel mehr um den Fokus Chancengleichheit. Und mit Chancengleichheit meine ich, ein Stück weit Gleichstellung, aber nicht Gleichschaltung, finde ich ganz gefährlich, wenn man Gleichstellung mit Gleichschaltung verwechselt. Weil wir sind immer noch Individuen, wir sind unterschiedliche Geschlechter, wir sind sehr, sehr anders in der Art und Weise, wie wir Sachen sehen, wie wir Sachen empfinden, wie wir mit Sachen umgehen, was uns wichtig ist. Haben wir eh schon darüber geredet. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass der Fokus Chancengleichheit ist. Weil Chancengleichheit ist für alle Menschen wichtig. Aber der ist ja im Moment noch nicht ganz da. Nein, der ist noch nicht ganz da. Also zumindest den Fakten nachher und den Statistiken nachher ist er nicht da. Mhm. Und das ist sicher etwas, wo man sollte bereinigen sollte. Also bist du zum Beispiel für eine Frauenquote oder dafür, dass man den Lohn öffentlich über den Lohn redet? Also ich glaube, man muss schon überlegen, wie kann man Werkzeuge benutzen, schlaue Werkzeuge, damit die Chancengleichheit kann hergestellt werden. Und ich glaube, es gibt auch da, wie in vielen Bereichen vom Leben, kein richtig und kein falsch. Ich finde es wichtig, dass Männer und Frauen für den gleichen Lohn, wenn wirklich alle Variablen stimmen, sie haben den gleichen Lohn bekommen, wenn sie den gleichen Job haben und die gleiche Funktion. Jetzt nehmen wir mal ein Ehepaar oder eine Familie an, wo beide arbeiten müssen, weil sie sonst den Kühlschrank nicht füllen können. Wenn sie und er nicht fair bezahlt werden, ist es einfach sehr, sehr dramatisch für so eine Konstellation. Wir reden nicht immer nur bei der Gleichstellung von Top-Managerinnen. Wir haben Verwaltungsrätinnen, die Top-Managerinnen und Manager, die sind immer ein bisschen in aller Munde, sind sehr in den Medien. Und natürlich ist es auch nicht okay, wenn eine Top-Managerin schlechter bezahlt wird wie ihre männliche Kollege. Aber ich sage jetzt mal,
ganz banal, wenn jetzt eine Top-Managerin statt 250'000, 200'000 verdient pro Jahr, kommt sie immer noch gut durch und kann den Kühlschrank auch immer noch gut füllen mit dem Geld. Mhm. Dramatisch wird es am unteren Ende. Oder? Hast du so Frauen überhaupt in eurem Netzwerk? Ich habe das Gefühl, es sind ja vor allem Leaderinnen, Top-Managerinnen. Auch, aber ich muss sagen, ich habe einmal vor Jahren einen Vortrag gehört von der Professor Norina Hertz aus England. Und sie hat gesagt, schau, wenn ich dir etwas mit auf den Weg geben darf, dann schau, dass du ein diverses Umfeld hast. Schau, dass du verschiedene Nationalitäten hast. Schau, dass du Menschen hast, die nicht deiner Meinung sind, weil du sonst stehen bleibst. Du wirst nicht wachsen als Mensch und auch als Leader, als Unternehmerin. Und das habe ich mich sehr zu Herzen genommen. Und wir haben in unserem privaten Netzwerk, aber auch im beruflichen Netzwerk, die ganze Bandbreite. Genau aus diesem Grund. Ich habe mit Studierenden zu tun, ich habe mit Menschen von der Fachhochschule zu tun, ich habe in meinem privaten Umfeld Leute zu tun, die ganz einfache Ausbildung haben, in Anführungs- und Schlusszeichen, die wahnsinnig schlaue Leute sind. Mhm. Also nur weil du die Uni von innen siehst, heisst ja noch nicht, dass du intelligent bist. Das heisst ja nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass du spezifisches Wissen in einem ganz spezifischen Bereich dir angeeignet hast und eine Fachfrau oder ein Fachmann in einem spezifischen Gebiet bist. Das weiss man ja, also dass Diversity auch erfolgreicher macht, auch Firmen, also Frauen, richtig. Mann, eben unterschiedliche Kulturen. Und, aber Diversity ist wahnsinnig anstrengend. Also Diversität, Leben wirklich de facto, wenn du Leute um dich herum hast, wo du genau weißt, die sind nicht meiner Meinung, weder politisch noch von der Religion her noch sonst irgendetwas. Da kannst du dich also herrlich von der Impfung bis Politik, könntest du eigentlich den ganzen Tag herrlich streiten. Und trotzdem finde ich das extrem spannend. Also ich hole mir das ganz bewusst ins Leben und setze mich auch mit Menschen an den Tisch, wo ich weiss, sie haben nicht die gleiche politische Einstellung zum Beispiel wie ich. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich sehe das ein bisschen sportlich im Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich einfach denke, hey, vielleicht hat er doch irgendeinen Punkt, wo ich gar noch nicht daran gedacht habe. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man nicht sich nur umgibt, gerade jetzt in dieser Funktion, auch, wo ich bin, dass man sich nur noch mit Unternehmerinnen und Topmanagerinnen umgibt. Ich habe brutal schlaue, schöne, tolle Frauen um mich herum. Ich will sie keine einzige missen aus meinem Netzwerk. Aber ich finde es auch wichtig, dass man Handwerkerinnen, Handwerker genauso um sich herum hat, wie die studierten Leute in Anführungs- und Schlusszeichen. Weil du kannst von beiden lernen. Absolut. Du hast ja vorher gesagt, Frauen und Männer, das ist so ein Feminismus so miteinander. Mhm. Was können denn zum Beispiel Männer von den Frauen lernen? Ich würde kurz mal deine Frage umdrehen und dann nochmal auf das eingehen, was du gefragt hast. Weil ich habe immer das Gefühl, wir können von den Männern schon auch durchaus sehr, sehr viel lernen, wenn es ums Geschäftsleben geht. Und auch wenn es ums Netzwerken geht. Oder? Sie machen das wahnsinnig gut. Sie schliessen sich zusammen, sie bilden Allianzen, sie müssen sich nicht gern haben, sie müssen sich nicht einmal mögen oder sympathisch sein. Sie schliessen sich zusammen, machen eine Allianz, haben ein gemeinsames Ziel, verfolgen das und sind stolz aufeinander, können sich auf die Schulter klopfen. Sie gehen auch in vielen Bereichen mit Konkurrenz viel spielerischer und viel ja, irgendwie sportlicher um. Bei den Frauen tendiert es. Ich meine, jetzt sind wir brutal natürlich alle über den Kamm scheren, ist auch ein gemein. Aber bei den Frauen tendiert es manchmal dazu, dass man ein bisschen emotionaler wird, oder gerade in den Konflikten. Weil man dann so passioniert ist oder verliebt ist in eine Idee oder eben in sein eigenes Geschäft und dann alles gibt dafür. Und das tendiert dazu, ein bisschen emotionaler zu sein. Ich finde, da können wir uns ein bisschen etwas abschauen, dass man einfach sagt, auf Englisch sagst du, let's agree to disagree. Also einigen wir uns doch darauf, dass wir uns nicht einig sind. Mhm. Und da, finde ich, können wir total viel lernen von den Männern. Und umgekehrt? Und umgekehrt, da können wir den Männern vielleicht ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, wenn es um Emotionen und Empathie geht, weil sonst spricht man das den Männern ja ab, wenn man sagt, man könnte den Männern beibringen, das grosse Ganze zu sehen und ein bisschen emotionaler zu werden. Also es ist ja nicht, dass Männer einfach emotionale Pflöcke sind, also um Gottes Willen. Manchmal ist es auch genau umgekehrt der Fall, abgesehen davon. Aber ich finde schon, dass man, ich glaube, was ich erlebe, auch unter diesen Businessfrauen, unter diesen so erfolgreichen Geschäftsführerinnen, Topmanagerinnen, dass die durchaus trauen, verletzlich zu sein. Und das treffe ich bei Männern auf dieser Stufe sehr, sehr selten an. Also, die sind einfach gewöhnt darauf, dass man immer so ein bisschen Show macht und dass man sagt, ja, nein, das läuft alles super. Und es stehen ja kaum auch
Spitzenpolitiker an und sage, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist ganz selten, oder, dass einmal ein Geschäftsführer ansteht, also ein Topmanager, und sagt, jetzt haben wir echt einen Seich gemacht. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen am Kommen. Es ist am Kommen. Ich glaube, das ist Zeitgeist. Und du hast natürlich auch die junge Generation, die sagt, ich glaube doch dir nicht, dass du den ganzen Tag gut drauf bist und dass du alles nur, was du anlängst, erfolgreich ist. Das ist doch Fake, oder? Dann schreien sie schnell nach Fake. Und es ist wahrscheinlich auch so, oder? Mhm. Aber man hat natürlich, muss auch schauen, aus welcher Geschichte und Erziehung wir rauskommen. Meine Mutter hat immer gesagt, nein, darfst nicht brüllen, darfst das nicht. Und wenn du erfolgreich sein willst, darfst das und das, darfst jenes nicht machen. Und ich habe mir gedacht, wer hat denn das eigentlich erfunden? Mhm. Haben sie die sieben Zwerge einmal so definiert oder verbieten mir jetzt irgendetwas? Das ist natürlich in uns innen, oder? Das ist, wenn man es immer wieder hört. In uns innen. Du bist ja auch Mentorin für jüngere Frauen. Mhm. Und da macht man sich natürlich auch viel Gedanken über das eigene Leben. Wie fest machst du dir Gedanken rund um den Preis von deinem Erfolg? Oh, viel. Weil ich, also ich meine, jeder Erfolg, glaube ich, hat, jedes Schöne hat, jedes Helle hat eine dunkle Seite. Und jeder Erfolg hat den Misserfolg. Weil der Misserfolg hintereinander chronologisch führt irgendwann zum Erfolg. Also die zwei Teile gehören ja immer im Leben zusammen. Oder? Es geht immer ein bisschen Licht und es geht immer ein bisschen dunkel. Ich mache mir viel Gedanken über den Preis vom Erfolg, weil wenn ich jetzt auch schaue, wie mein Mann und ich geschafft haben. Ich meine, die Firma gibt es jetzt, Ladies Drive gibt es jetzt 16 Jahre. Wir haben die ersten 6 Jahre keine Ferien gemacht. Wir haben einfach durchgeschafft. Und plötzlich ist wieder Weihnachten gewesen. Und dann haben wir wieder geschafft. Und dann ist schon wieder Weihnachten gewesen. Und dazwischen, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Es ist halt auch, wir haben genug Kraft gehabt. Wir sind genug jung gewesen dort. Wir haben Zeit gehabt. Wir haben eine Chance gesehen und wir haben die miteinander genutzt. Aber gesund war das sicher nicht. Also weder für ihn noch für mich. Und du wirst natürlich auch so ein bisschen zum einem kleinen Außerirdischen, oder? Weil du bist plötzlich nicht mehr so häufig bei der Familie. Plötzlich wirst du nicht mehr mit Familienfest eingeladen, weil die wissen ja, du kommst eh fast nie. Bei den Freunden ist es auch so. Dann gibt es sehr viele Freunde, die dich wirklich physisch brauchen, 2-3 Mal in der Woche. Da habe ich genau gewusst, keine Chance. Mhm. Oder? Wenn du so schaffst, wie du schaffst, wenn du ein junges Unternehmen hast und nicht aus einer reichen Familie kommst, so wie ich und mein Mann, dann musst du einfach Gas geben, dann hast du eh keine andere Chance. Wobei ich habe das Gefühl, so fest hat sich das gar nicht verändert. Also mit dir ein Vorgespräch machen, ist schier unmöglich gewesen. Du hast mir irgendwie einen Slot angegeben. Kannst du dann und dann anrufen, weil dann bin ich im Auto und genau dann kann ich telefonieren. Habe ich telefoniert, ist besetzt gewesen. Ich habe dann auch gedacht, wow, also dein Kalender ist wahnsinnig voll, auch heute noch, nicht nur in der Anfangszeit. Mhm. Gell, es ist natürlich, mein Kalender ist brutal durchstrukturiert aufgrund von, wir machen 40 Events im Jahr mit dem Female Innovation Forum, mit der League of Leading Ladies, mit unseren Bargesprächen, dann eben, was ich für die Studentinnen noch mache, mit dem Mentoring, da machen wir auch noch, da bin ich noch in 1-2 Vorständen. Einfach pro bono. Also ich bezweifle nicht, dass du viel machst. Ich frage nur, wie fühlt sich das an für dich? Ich kenne es gar nicht anders. Also ich habe mit 16 Jahren angefangen, in den Medien zu arbeiten. Ich habe während dem Studium 5 Jobs gehabt. Ich habe im Argovia Nachrichten gelesen, ich habe im Schweizer Fernsehen Amag News gemacht und Gute Nachtgeschichte. Dann habe ich noch ein bisschen Werbung als Sprecherin gelesen. Ich habe Zeichentrickfilme synchronisiert. Und habe also irgendwie 4-5 Jobs nebenbei. Mhm. Und also ich weiß immer nicht so, was ich so sagen soll. Was ist jetzt wirklich nebenbei? Ja, genau. Aber darum, ich kenne das gar nicht anders. Mhm. Also ich glaube, so, ich bin vielleicht ein bisschen geboren worden mit einem gewissen Aktionismus. Und darum fühle ich mich da auch wohl. Und bei uns ist immer so ein bisschen, hey, ja, machen wir ein bisschen Rock'n'Roll. Und ich habe gerne viel zu tun. Ich habe gerne Stress. Also es klingt total schräg. Natürlich hat das manchmal so ein bisschen so ein bisschen sadomasochistische Züge. Also dein Mann sagt, du hast eine ganz hohe Leidensfähigkeit. Ja, also ich habe nicht nur eine hohe Leistungsfähigkeit, sondern eine Leidensfähigkeit. Ich kann gut einstecken. Und ich habe eine gute, was man heute vielleicht so ein bisschen unter dem Stichwort Resilienz nennt. Also auch wenn ich krank bin, also wenn ich nicht halb tot bin, bin ich 2-3 Tage im Bett und dann geht es weiter. Aber was gibst denn
diesen jüngeren Frauen weiter als Mentorin? Also wir müssen einfach eine höhere Leidensfähigkeit haben? Nein, das bin das nur ich. Du, ja. Das bin wirklich nur ich. Und das, was für mich stimmt, kann ich nicht weitergeben als Blaupausen und sagen, schau, du musst es genau so machen. Weil ich glaube, dass viele, wenn sie so arbeiten wie ich, dann wären sie doch krank. Und ich hatte Phasen, in denen ich wirklich nicht gesund war. Wo man mir auch angesehen hat, dass es mir nicht gut geht. Weil ich einfach die Balance nicht mehr hatte. Und ich musste dann irgendwann für mich herausfinden, okay, du kannst... Ich habe kein Problem mit 15 Stunden arbeiten. Und wir arbeiten sechs Tage in der Woche im Schnitt. Und ich mache mehr als vielleicht mal 10, 14 Tage Ferien. Einmal im Jahr maximal machen wir nicht. Aber das ist total okay, weil das, was ich darf machen, den ganzen Tag so viel Spass macht. Und natürlich musst du trotzdem dich irgendwann schlafen, du musst bisseln, du musst essen, du brauchst Sexualität in deinem Leben. Gewisse Sachen brauchst du einfach, damit du noch ein Menschchen bist am Schluss des Tages. Und wenn ich etwas diesen jungen Frauen weitergebe, dann, dass sie ein Lifestyle-Design brauchen. Das klingt jetzt so abgehoben, aber eigentlich müssen sie einfach einen Plan haben für ihr Leben. Weil wir haben grosse Themen bezüglich Vereinbarkeit. Die jungen Frauen fragen mich, seit ich Mentorin bin, zum Beispiel an der Uni St. Gallen, seit 10 Jahren, wie ich das mache. Und ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder bekommen. Aber ich hatte sehr kranke Eltern oder habe sie noch von meinem Vater. Und, also dein Vater ist dement. Wir reden noch ein bisschen mehr über die Geschichte. Aber eben, was sagst du diesen Frauen? Dass sie sich wirklich Gedanken machen, wie sie ihr Leben leben wollen. Dass sie ihr nicht planen, nicht in allen Details. Ich rede nicht davon, dass man alles kontrollieren muss im Leben. Das kannst du eh nicht. Das kommt eh immer anders, als man denkt. Aber dass man sich Gedanken, dass man gewisse Sachen im Kopf einmal durchspielt und im Herz. Und nicht... Also was für Sachen? Eben, wann will ich Kind haben? Wann will ich Kind haben? Mit wem will ich Kind haben? Was ist das für ein Partner, den ich mir an der Seite wünsche? Und nicht, dass man den könnte bestellen beim Universum und das selber backen. Also, es gibt ja Bücher, wo man sagt, man kann das. Ich bestelle mir einmal meine Parkplätze beim Universum, aber ob man jetzt einen Mann kann und Kindli sich kann bestellen, weiss ich jetzt nicht ganz sicher. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, man muss wirklich sich Gedanken machen. Man darf nicht immer nur einfach so ein bisschen sich vom Leben einfach leiten lassen. Das ist zwar schön, mache ich auch. Aber manchmal muss man einfach wissen, was sind denn meine Bedürfnisse? Weil wenn du plötzlich 40 bist, du bist plötzlich, sagen wir mal, in der frühen Menopause. Und dann sagt dir die Frau, ja, das Thema Kind ist jetzt vorbei. Und du sitzt da und denkst, huch, ich habe doch eigentlich noch wollen. Und jetzt ist es zu spät. Dann ist die Reue, die man empfindet, brutal gross. Und die Frauen, die das erleben, kommen in ein Loch hinein, wo sie fast nicht mehr rauskommen. Und ich verstehe das. Und darum sage ich, man muss sich manchmal muss sich da ein bisschen überwinden und sich gewisse grundsätzliche Gedanken machen. Was sind meine Bedürfnisse? Und entsprechend dann auch, ich sage jetzt mal, bei den Augen auf bei der Partnerwahl, oder? Dass man sich wirklich auch jemanden ins Leben holt, wo ähnliche Bedürfnisse hat und wo auch ein ähnliches Konzept für sein Leben hat. Und sonst funktioniert das auf Dauer, glaube ich, nicht gut. Wenn man dir jetzt zulässt, sind das Sachen, die du gerne gewusst hast du schon, als du noch jung warst, oder hast du das intuitiv gemacht? Ich glaube, ich habe natürlich meinen Mann sehr jung kennengelernt. Er war 21, ich knapp 26. Und ich habe natürlich ein Stück weit einen Mann an meine Seite bekommen, der ein brutal guter Coach ist. Und wo natürlich mir schon immer wieder den Spiegel anhebt. Ohne ihn wäre ich sicher nicht der Mensch, den ich heute bin. Und wäre ich auch im Unternehmen nicht dort, wo ich bin. Keine Chance. Also ihr habt so eine Co-Führung, oder? Wir haben das zusammen, haben das vor einem, wo du 31 warst, gegründet. Aber gleich wird nochmal zurückkommen, weil die Work-Life-Balance ist also ein bisschen verstaubt, aber wir wissen, was man damit meint, oder? Ich möchte gleich nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, eine Zeit lang hast du ungesund gelebt. Heute sagst du einfach, du bist leidensfähig, leistungsfähig, begeistert von dem, was du machst. Was hast du dort verändert zwischen dem, dass es ungesund war und dem heute? Weil ich habe das Gefühl, das Volumen ist noch ähnlich. Das Volumen ist ähnlich, aber ich kann besser damit umgehen. Und ich habe sicher ich lebe sicher gesünder wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Ich meine, ich habe von Kaffee, Schoki, Pommeschips gelebt. Nur. Und bis vor 10 Jahren.
Und irgendwann, also ich meine, meine Schwiegermutter hat, wenn sie mit mir unterwegs war, oder wir sind zusammen auf Reisen gewesen, immer Schoki, Nüsse, irgendetwas in der Handtasche gehabt, für mich. Mhm. Weil sie gewusst hat, nein, also mit der Sandra kannst du nicht reisen, da musst du einfach gewappnet sein, weil wenn die einen Hungerast hat, ist sie also ein Biest. Oder? Mhm. Und ich habe gewusst, boah, wenn mein Blutzuckerspiegel verreist, dann muss ich etwas essen, und zwar jetzt sofort. Ich habe dann aufgehört mit Zucker. Ein Jahr lang habe ich gar keinen Zucker mehr gegessen. Das war ein ganz schlimmer Entzug für mich. Es war wirklich schlimmer als aufhören zu rauchen. Für mich, weil ich einfach so viel Zucker in mich hineingestopft habe. Und ich konnte wirklich ein anderes Körpergefühl in dieser Zeit können für mich entwickeln. Und irgendwann bin ich einfach nur noch traurig gewesen. Wir hatten schon recht Erfolg gehabt. Es ist ein bisschen etwas langsam aufs Konto gekommen, aber ich hatte das Gefühl gehabt, ich bin falsch im Leben. Ich setze meine Talente nicht richtig ein. Und dann hat meine Mama irgendwann gesagt, ja, aber wieso machen wir das denn? Das ist doch Quatsch, was würdest du denn gerne machen? Ich würde wieder gerne lesen und ich hätte gerne ein bisschen mehr Zeit für mich. Einfach zum ein bisschen schnaufen. Ich habe das Gefühl, ich schnaufe gar nicht richtig. Dann hat er gesagt, gut, dann machen wir das halt. Dann gibt es jetzt ein Morning Ritual und dann musst du jetzt ein Morgenritual haben, wo du dir die Zeit nimmst. Und dann habe ich mir gesagt, ich kann die nicht, ich habe nicht mal 10 Minuten. Und dann da habe ich wirklich gedacht, leck, bist du ein Döfi. Das kann ja wohl nicht sein, dass ich irgendwie in die Welt rausgehe, den Leuten erzähle, wie sie es sollen machen im Geschäftsleben. Und ich selber habe für mich nicht einmal 10 Minuten zum Schnaufen. Bist du noch ganz normal. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt musst du dich selber ein bisschen schütteln. Und ich glaube, man braucht vielleicht so einen Punkt, wo du mal genug gelitten hast und wo du sagst, oh, wow, jetzt muss ich etwas ändern. Und dann fängt man an, Sachen ändern im Leben. Und dann habe ich angefangen mit so, dass ich mir einfach am Morgen Zeit nehme, dass ich meditiere, dass ich ein bisschen Yoga mache, dass ich Bücher lese, die mir Spass machen. Ich lese wieder sehr viel, so wie als Kind und als Jugendliche auch. So habe ich es zeitlang überhaupt nicht mehr gemacht. Ich glaube, 10, 15 Jahre kein einziges Buch in den Finger gehabt. Weil wenn ich eine halbe Seite gelesen habe, bin ich eingeschlafen. Aber du hast ja gesagt, du hast die Zeit nicht gehabt. Wie hast du das verändert? Ich werde wieder zurückkommen. Ich habe es einfach gemacht. Wir haben es einfach eingetragen in der Agenda. Ich habe irgendwann gesagt, hey, ich will nicht mehr am Morgen, am 9 Uhr schon die ersten Telefonat haben und Zoom-Meetings oder was auch immer, sondern das fangen wir alles ein bisschen später an und ich kreiere mir einen Tag so, dass ich auch durchhebe und gesund mag durchheben. Und dann haben wir einfach gesagt, so, und jetzt muss das meine Assistentin wissen und es müssen auch, ich darf dann auch nicht wieder anfangen, lauter Ausnahmen machen, ich muss dann auch konsequent sein und sagen, okay, blockieren und das mache ich jetzt so. Und sonst ist das wieder wie vorher. Und seither merke ich einfach, ich bin extrem viel effizienter. Also ich habe früher locker 14, 15, 16 Stunden am Tag. Das war eigentlich normal gewesen. Ich möchte noch mal schnell darauf kommen, eben weil du sehr gefragte Mentorin bist und viele junge Frauen einfach dort anführst. Was sagst du denn konkret? Also das eben mit Begeisterung, oder? Ist ja immer, einerseits ist es mega schön, wenn man Begeisterung hat für etwas, aber es ist auch ein bisschen gefährlich. Eben genau, wenn man sich versucht, es aufzugeben. Mhm. Also ich bin auch, wenn ich etwas mache, dann mache ich es Vollgas, oder? Also dann mache ich es mit Haut und Haar. So lebe ich meine Beziehung und ich liebe masslos, aber ich lebe auch masslos und ich schaffe masslos. Also ich bin dort jemand, wo das grundsätzlich nicht so, wo dort durch nicht so talentiert. Ich habe ganz viel talentiert, aber dort, das ist nicht meine Stärke. Und manchmal brauchst du dann einfach jemanden an der Seite oder du musst dir jemanden an die Seite holen, der dich daran erinnert. Und wenn du das nicht hast, erinnert dich das Leben meistens dran. Irgendwann setzt es. Und ich meine, ich bin jetzt 50, ich habe ein paar Leute gesehen, die immer gesagt haben, ich brauche keinen Schlaf, das mache ich, wenn ich gestorben bin. Und ich trinke den ganzen Tag nur Cola Light. Okay, die sind alle krank heute. Die haben alle ein Burnout gehabt, die haben einen Pankreaskrebs entwickelt. Ich sehe alles Mögliche im Moment. Ich sehe ganz viele kranke Leute um mich herum. Und dann muss ich immer sagen, ja, okay, kannst du das jetzt selber aussuchen. Entweder schaust du ein bisschen zu dir, und sonst schau das gut an, sonst endest du so. Auch mein Vater, als Schicksal von meiner Mutter, ich habe mir gedacht, das Leben hat mir das nicht umsonst vor die Füße geschmissen, so kranke Eltern zu haben. Ein Vater, der immer gesagt hat, wenn ich pensioniert bin, dann kaufe ich mir einen Hund und ein Esel und dann gehe ich mit der Mami reisen. Und er wird früh pensioniert, weil er multiple Sklerosen bekommt, Mutter stirbt, er fängt an zu trinken, entwickelt eine Demenz und hockt dort allein in einem Haus mit zwei Pflegerinnen. Okay, es gibt sicher Schlimmeres. Aber es ist nicht das, was er wollte eigentlich. Ich denke immer, schau dir das gut an. Es gibt einen Grund, wieso du das jetzt so nahe in deiner Familie hast.
Tu dir Sachen, tu es nicht aufstüdeln. Tu nicht sagen, das mache ich dann morgen, das mache ich dann nächste Woche. Ich fange nächste Woche an, gesund zu leben. Mhm. Wer weiß, ob ich nächste Woche noch lebe, oder? Also, ich meine, irgendwie musst du dann schon mal einfach auch mal einfach ein bisschen die Sachen realistisch denken und sagen, okay, entweder ich ändere jetzt etwas oder ich leide weiter. Mhm. Und darum sage ich, manchmal muss man so ein gewisses Mass an Leid durchlebt haben, dass dann ein Punkt kommt, wo du sagst, und jetzt ist gut. Und jetzt hole ich auch Hilfe. Und inwiefern, jetzt komme ich gleich nochmal darauf zurück, auf die Ursprungsfrage, gehst du von dem weiter? Ich erzähle ganz, ganz offen von Sachen, die mich umtreiben, auch von meiner Verletzlichkeit, weil ich einfach denke, dass die jungen Frauen vielleicht von dem können profitieren können. Es nützt nichts, wenn ich vor dir anstehe und sage, hey, ist alles super. Weißt du, genau so musst du es machen. Eben, das ist genau, was du vorhin gesagt hast. Oder die CEOs, wo man sich eigentlich auch mehr von denen wünscht, dass die sich auch verletzlich zeigen oder zumindest eine Qualität gibt, wenn es so ist. Hey, wir haben den ersten Musikwunsch und ich habe gedacht, vielleicht ist das etwas von Sebastian, dein Mann, weil er hat eigentlich sein Leben als Musiker oder Rockstar oder was auch immer, ich weiß nicht, wie gross er war, eine Art aufgeben, für mit dir die Firma zu gründen. Du hast aber nicht seine Band gewünscht. Nein, weil ich einfach denke, er macht jetzt wieder sehr viel Musik. Noch viel schönere Songs wie vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Und darum habe ich mir etwas anderes gewünscht. Genau, Alma. Warum? Oh, das ist so, ich bin ja ganz nah am Wasser gebaut. Normalerweise, und zum Glück sind wir jetzt nicht im Fernsehen, muss ich immer brüllen bei dem Song. Ich finde es einfach so schön. Und der Gustavo Santaolalla, der Gitarrist, der das Stück spielt, erinnert mich sehr an meinen Mann. Kurz, aber intensiv, Santaolalla mit Alma. Das ist Lieblingsmusik von der Sandra Stella Triebel, Netzwerkerin, Verlegerin. Und Sandra, du hast vorhin gesagt, der Song, die Gitarre, erinnert dich an die Musik von deinem Mann, Sebastian Triebel. Und er hat ja für euer Business, also für Ladies Drive, seine Karriere dazu mal vor 15, 16 Jahren als Musiker am Nagel gehängt. Wie ist das? Fliegt ihr das amigs um die Ohren, wenn bei euch daheim mal die Fetzen fliegen? Also er ist viel zu fest geerdet und viel zu fest bei sich. Er ist der Mensch, der einzige Mensch, den ich kenne in meinem ganzen Universum, wo so bewusst die Entscheidung trifft. Und er ist nie ein Opfer. Wenn er etwas macht, macht es, und sonst lässt es bleiben. Dann sagt er mir das aber auch. Ich wohne zurückgezogen im Appenzellischen. Mhm. Sind Tag und Nacht zusammen, weil ganz viel läuft online bei euch auch. Das ist für viele, verstehe ich auch, eine Herausforderung. Wie macht ihr das? Ja, also ich glaube, wir haben einfach, vielleicht muss man das ein bisschen korrigieren, weil du gesagt hast, er hat es aufgegeben. Er hat einfach damals eine Pause gehabt, er hat keine Tour gehabt, kein Album gehabt. Wir sind gemeinsam auf die Idee gekommen, am Küchentisch für Ladies Drive, und haben das Gefühl gehabt, wow, jetzt haben wir beide gerade Zeit, jetzt machen wir das. Und aus dem, er hat einmal gesagt, komm, jetzt mache ich das mal ein Jahr mit dir, und aus dem Jahr sind dann plötzlich 15, 16 geworden, und dann ist so mitgefangen, logischerweise. Und ja, wie machen wir das? Ich glaube, wir sind dort vielleicht ein bisschen untypisch, wir trennen die Sachen nicht. Ich kenne ein Ehepaar, die miteinander arbeiten, die sagen, ab 6 Uhr wird nicht mehr über das Geschäft geredet am Abend, und im Schlafzimmer sowieso nicht. Nein, im Schlafzimmer wird bei uns das Letzte und das Erste diskutiert im Geschäft. Und also wir trennen sehr schlecht, das ist alles so ein grosser Blend, so wie eine grosse Teemischung, das Geschäft und das Private und der Sebastian und ich und meine Schwiegermutter, die teilweise an den Events geholfen hat, mein Schwager, der lange Grafik gemacht hat, wir haben eine ganz langjährige Freundin, die jetzt Artdirektorin ist, die wir seit 25 Jahren kennen. Es ist alles so ineinander reingewurschtelt bei uns, und ich möchte es aber auch nicht anders haben, weil es ist wie eine grosse Familie für mich. Wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, weil Sie das zusammen gegründet haben. Es ist ein bisschen komplex,
oder das Ganze. Ladies Drive ist einerseits eben das Business-Magazin für Frauen, für Wirtschaftsfrauen. Andererseits ist es der Titel für das Ganze, also für alles, was sie sonst noch machen. Wenn jemand an dich ankommt und du erklärst, was du machst, was sagst du? Normalerweise frage ich, wie viel Zeit wir haben, um das zu erklären. Nein, also ich meine, irgendwann hast du so das, was man Elevator Pitch nennt, oder? Dass man auf die Schnelle kann erklären. Ich versuche das jetzt mal. Also Ladies Drive ist quasi wieder der Schirm über alles. Es ist die Ladies Drive Welt, wo wir Frauen, die etwas bewegen wollen, versammeln in einer Plattform und wo wir verschiedene Leistungen, Services anbieten. Und das Magazin, das vierteljährliche Business-Magazin, ist so ein Teil davon. Dann haben wir natürlich einen Blog, wir haben YouTube, wir haben Social Media Kanal, das, was wir halt heute auch alles und das so Ganze hat. Ist wirklich so ein Netzwerk für Frauen eigentlich. Genau, es geht immer ein bisschen um Wissenstransfer, um sich austauschen, um Teilen von Erfahrung, von Wissen, sodass man möglichst viel mitnehmen kann. Und eben nicht um Recht haben und den Leuten sagen, was falsch und richtig ist. Und dann haben wir ein Female Innovation Forum, wo wir Unternehmerinnen von der nächsten Generation unterstützen, egal wie alt sie sind. Und der League of Leading Ladies, wo ein Business Club ist, wo Frauen aus dem internationalen Kontext, die aber self-made Women sind, zusammenkommen und sich auch versuchen zu helfen, so wie das Männer auch machen. Was mir immer wieder auffällt bei dir, ist, dass du sagst, wir dürfen nicht vorschreiben. Es ist ein Transfer, du kannst dich rauspicken. Hat man dir denn viel vorgeschrieben früher? Oh ja, ich glaube, ich bin traumatisiert. Nein, ich habe ein italienisch-französisches Mami. Ganz, ganz eine strenge. Also ich glaube, wenn jemand in einem Matriarchat aufgewachsen ist, dann bin ich es. Also ich weiss nicht, wie viele Gesellschaften, es gibt sehr wenige, wo es Matriarchat gibt. Bei uns zu Hause hat es eins gegeben. Mein Papi ist ein... Das ist jetzt böse, wenn ich das sage. Nein, es ist ein Schaf. Er hat ein wahnsinnig grosses Herz heute noch. Der liebste Mensch auf diesem Planet. Sehr, sehr geduldig, sehr, sehr offen, sehr, sehr hilfsbereit. Und meine Mami ist die von der Tag angegeben. Und ich habe wirklich am Anfang, ich habe noch zwei Brüder. Also zwei deutlich ältere. 13 und 16 Jahre älter sind wie ich. Ich habe am Anfang wirklich, als ich ins Arbeitsleben kam, musste lernen, dass die Frauen nicht die Hosen anhaben. Weil daheim ist das einfach immer, meine Mutter hat immer gesagt, was durchgeht. Und ich habe mir gedacht, das ist doch überall so. Und durch das bin ich auch jemand gewesen, der sehr dominant war, glaube ich, als in der Schule oder auch im Kindesalter. Also man hat immer gesagt, du seist so laut, oder? Ja. Deiner Mutter bist du wie immer zu laut. Sie haben wirklich ein sehr schwieriges Verhältnis gehabt. Bis zum Schluss, also am Schluss haben wir, meine Mutter ist vor 13 Jahren gestorben und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mich versöhnt habe mit ihr und ausgesöhnt habe, dass wir uns gegenseitig haben können verzeihen für all das, was gewesen ist. Finde ich extrem wichtig, weil wenn jemand geht, kommt das ja nicht mehr, dann hast du keine zweite Chance mehr. Und darum bin ich sehr dankbar, dass wir es beide geschafft haben, wieder an den Tisch können sitzen miteinander. Aber ich habe ein sehr, sehr belastetes Verhältnis gehabt zu der Mutter. Vor allem, weil sie immer gesagt hat, das macht man nicht, so macht man es nicht. Ich bin natürlich das Wunschkindli Nummer 1. Also, sie hat zwei Buben gehabt, eine sehr unglückliche Ehe, hat sich scheiden, hat meinen lieben Papi gefunden und hat gesagt, jetzt gibt es ein Mädli. Also, sie haben auch keinen Bubennamen gehabt. Für mich, sie hat immer gesagt, wir machen ein Mädli. Dann gibt es ein Mädli, dann ist das Mädli da und dann schwätzt das so viel und es ist so. Also, ich glaube, ich bin wirklich, nein, meine Mutter, ich weiß nicht, wie viel graue Haare die arme Frau bekommen hat wegen mir. Ich glaube, sie ist aus so einem strengen, auch älteren Haus rausgekommen. Und sie hat wie das Gefühl gehabt, was ich mir rausnehme, ist jetzt einfach eine Frechheit vor dem Herrn. Das geht gar nicht. Und ich glaube, das hat sie mir auch am Schluss einmal gesagt, dass sie wie eine gewisse Neid gehabt hat auf mich. Weil sie das Gefühl hatte, wow, das Kindli, das lacht jeden an und jeder lacht zurück. Das gibt's doch gar nicht. Ich lache doch auch, mich lacht niemand an. Aber meine Mutter hat eigentlich innen drin ganz eine schlechte Meinung von Menschen. Sie hat mir immer gesagt, Menschen betrügen dich, Menschen lügen, sie sind nicht ehrlich. Erzähl auch deinem Mann später ja nie alles. Also ich habe ganz viel von so Statements im Kopf noch. Aus meiner Kindheit, aus meinen Teenagerjahren. Sie hat mir auch, als ich den Sebastian kennengelernt habe, gerade mal gesagt, oh, der verlässt dich sicher, der ist ein Musiker, der ist 5 Jahre jünger und dann bist du 30 und dann hockst du allein um und dann sind alle anderen Männer weg, weil die sind dann auch geheiratet. Und also es ist immer so eine ganze Leier gekommen und ich habe mir gedacht, von was reden sie? Ich habe das eben aber am Schluss können lösen.
zum Glück. Ja. Mhm, wirklich ein Geschenk auch. Aber weil du so viel geredet hast und so laut gewesen bist, bist du dann auch sehr jung ins Radio gekommen, also hast Sportreporterin gemacht. Genau, ich habe FC Basel-Match kommentiert, ja, mit 15. Genau, also das muss man auch zuerst mal machen. Also deine Nachbarschaft oder hat irgendwie gewusst, das ist ein Talent und bist so reingekommen. Nein, nicht das Talent, die haben einfach gewusst, ich schwätze in einem Buch. Ja. Und nach deiner Zeit als Sportreporterin hast du in der Redaktion von Radio Argovia gearbeitet, viele Jahre bei SRF Gute Nachtgeschichtli moderiert, nebenan Medien und Politik studiert. Und Biologie. Biologie. Also die Frage ist immer, was nebenan. Jetzt hast du gerade in den letzten Wochen viel über Sexismus und übergriffiges Verhalten in der Medienbranche bekannt worden. Wie ist das bei dir gewesen, du als junge, sehr junge Frau im Journalismus? Ich glaube, bei mir hat sich niemand getraut. Also ich muss sagen, es war wirklich eine gute Schule gewesen mit natürlich so einem liebenswerten Vater und dann zwei Brüdern können aufwachsen, die genau über die 13, 16 Jahre Unterschied gehabt haben. Ich war total gewöhnt gewesen, mit Männern zusammen zu sein. Ich habe lange Männer besser verstanden als Frauen, weil ich natürlich in einem Männerhaushalt gross geworden bin. Und dann habe ich mich noch dazu hinreissen lassen, mit 21 in Jagdschein zu machen, weil mein damaliger Freund gesagt hat, ich sage ja schon noch schlau, aber ich wäre nicht schlau genug, um einen Jagdschein zu machen. Und dann gedacht, das ist der Grund, weil ich immer denke, das passt irgendwie überhaupt nicht. Wie kommt sie dazu? Meine Mutter hat gesagt, nein, als Kind hast du tote Mäuse heimgebracht und hast sie wieder gesund pflegen. Nein, was machst du jetzt einen Jagdschein? Und dann, ich wollte einfach nur meinen damaligen Freund beweisen, dass ich das schaffe, dass ich das kann. Das ist der einzige Grund. Das ist ein Antrieb. Das war ein Antrieb. Und dann bist du natürlich auch wieder um ganz viele Männer herum. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber ich bin halt auch nicht aufs Maul gefallen. Und das hat mir sehr häufig geholfen, wenn jemand einen blöden Spruch gemacht hat. Jetzt eben der Jäger. Ich mag mich noch erinnern, da haben wir so ein Praktikum machen, da haben wir einen Vertrieb jagen. Und dann bin ich halt die einzige Frau gewesen. Und vor allem halt auch sehr jung natürlich damals, mit 20, 21. Und dann hat irgendein von den alten Jägern gesagt, jetzt kann man nicht einmal mehr in Ruhe am Baum schiffen. Und dann habe ich gesagt, du mach doch. Kann einfach sein, dass ich schaue. Aber da hast du sicher kein Problem mehr. Also hat dort nicht aufs Maul gehabt. Aber was geht dir durch den Kopf, wenn du die Geschichten hörst von den jungen Frauen, was sie erlebt haben? Du, wenn sie das so erlebt haben, dann ist das... dann kannst du ja nicht sagen, das hat nicht stattgefunden. Also ich natürlich ist es eine Männergesellschaft. Eben darum sage ich, wir haben ganz viele Männer wahnsinnig viele Chancen gegeben. Ich meine, ich war super jung und man hat mich einfach ans Mikrofon gelassen beim Radio. Man hat mich vor eine Kamera gestellt mit 20 und hat einfach gesagt, hey, komm, du kannst das. Man hat mir immer extrem viele Chancen gegeben. Und ich bin wahnsinnig dankbar für das. Ich bin so liebevoll von meinen Brüdern mit erzogen und worden, dass mir das sehr nöch ist alles. Und ich finde aber auch Frauen, also ich mache da nicht so Unterschied, weil ich eben denke, unten drunter sind wir alles Menschen. Absolut. Mhm. Ich habe mir so ein bisschen Mühe mit Männchen, Weibchen und helle Hautfarbe, dunkle Hautfarbe, mir ist doch das gleich. Unten drunter sind wir Menschen, die gewisse Talente haben und das ist das und das Potenzial haben und das ist das, was ich im Menschen sehe und das ist das, was mich fasziniert in Menschen. Mhm. Und ich ihr das Potenzial sehe. Und darum bringe ich die Leute so zusammen, wie sie zusammenbringe. Und ich finde einfach, ich bin eben mit einer sehr kritischen Mutter gross geworden, wo mir nicht, ich mag mich nicht an ein Kompliment erinnern. Also sie hat mich immer kritisiert. Wurscht, wie gut ich war in der Schule. Wurscht, was ich gemacht habe. Es war nie gut genug gewesen. Und sie hat mir auch ein Wahnsinn gewesen. Sie hat anderen Frauen nicht vertraut. Generell anderen Menschen nicht vertraut. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich will das anders machen. Ich glaube, dass das nicht gesund ist. Ist das eine Art dein Antrieb? Das ist schon mein Antrieb. Und darum muss ich ihr so dankbar sein, obwohl es harte Schule war für mich. Aber ich bin ihr da wahnsinnig dankbar, weil ich das vielleicht sonst gar nicht so gecheckt hätte. Aber in welchem Moment ist dir das bewusst worden, dass das der Antrieb ist und du ein Stück weit auch dankbar darfst sein dafür, dass sie so eine harte, aber auch irgendwo durch eine gute Lehrerin war? Du, ganz früh will ich immer denken, es hängt alles zusammen. Wir hängen, sind alle miteinander verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Und das hat die Pandemie eindrücklich gezeigt. Das zeigen auch die ganze unsere Wirtschaft in Schieflage. Da merkst du, wenn in Amerika eine Bank pleite geht, hat das Auswirkungen auch bei uns. Also man merkt, wie alles zusammenhängt in der Wirtschaft, in der Gesundheit. Generell, wir Menschen sind alle miteinander verbunden, energetisch, wenn man das mal so betrachten will. Und für mich war das immer klar gewesen, dass nichts ohne Grund passiert.
Du wohnst eben im Appenzellischen mit, mit deinem Mann. Ihr arbeitet zusammen, ihr habt es gesagt, ihr habt die Firma zusammen aufgebaut. Hat es da so ein Vision Board irgendwo, wo ihr wisst, wo ihr hersteuern wollt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ein Vision Board, ja, und dort ist drauf gestanden bei meinem Mann, dass er keine Wecker will. Also das ist für ihn das Wichtigste. Und nein, wir haben wirklich das sehr untypisch gemacht. Wir haben eigentlich alles, wenn man so will, falsch gemacht. Wir haben keinen Businessplan gehabt, wir haben kein Budget gemacht am Anfang. Wir haben einfach gewusst, wir können, wenn wir das erste Jahr durchstehen, den Kühlschrank füllen, that's it. Das hat uns aber auch gelangt. Weil es ist nicht um Geld gegangen am Anfang. Also du hast gar nicht so geplant, wie du sagst, was eigentlich wichtig wäre. Nein. Und es ist auch gegangen. Vielleicht ist auch die Zeit, ich meine, wir haben 2006, 2007 gegründet, das war vor dem Start-up-Boom. Ich habe es einfach irgendwie gemacht. Und eben, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Ich bin die Einzige in der Familie, die studiert hat, die Unternehmerin ist. Ich habe keine Vorbilder gehabt und ich habe nicht Geld gehabt von zu Hause. Dann hast du halt mal so Fragen, aber das macht dich ja auch schlau. Also wenn du fragst, oder? Und wenn du kein Geld hast, also ich würde immer wieder eine Firma ohne Geld starten, weil das macht dich so innovativ, weil du musst, weil du mit deinem eigenen Geld schaffst. Und ich arbeite heute noch nur ausschließlich mit meinem eigenen Geld. Wir haben kein Fremdgeld drin, wir haben auch keine Schulden in dieser Firma. Und ich finde das so gesund, wenn du eben nicht einfach ein Manager bist, der irgendwelche Millionen von A nach B schiebt, sondern wenn du weißt, ups, das sind meine 3,50 Franken und meine 9,90 Franken, dann überlegst du einfach genauer. Wie ist jetzt das? Jetzt expandiert ihr Richtung Asien. Mhm. Ist das jetzt für euch so das nächste grosse Ziel? Oder was ist das, was dich so anfängt zu kribbeln? Was dich jetzt in dem Jahr, wo du, ich sage es nochmal, über 50 wirst? Danke für die Erinnerung, Judith. Nein, aber wie ist das für dich, dass die Sachen, die dich jetzt so aktuell so ein bisschen kribbelig machen? Oder? Aber das war auch nicht geplant. Also auch dort, wir haben das über... ich habe vorher über Beziehungen und dass wir in Beziehungen investieren geredet. Und genau aus so einer tragfähigen Beziehung heraus ist das Angebot für die Lizenz in China gekommen. Wir hätten das nicht geplant, weil ich spreche kein Mandarin. Wir haben außer ein chinesischen Freund keinen Kontakt nach China. Und über unseren chinesischen Freund ist dann auch der Kontakt stand gekommen. Und so ist dann eine Geschäftsidee aufgekommen und das Angebot. Das ist an uns angetragen worden. Und natürlich denken wir jetzt, okay, wie können wir das jetzt skalieren, unsere Idee? Weil in der Schweiz sind wir schon relativ bekannt. Da haben wir schon einiges erreicht in den 15, 16 Jahren, die es uns gibt. Und natürlich ist das jetzt spannend zu sagen, hey, wie könnten wir Ladies Drive, ein Female Innovation Forum, eine League of Leading Ladies, bringen wir das nach China? Und wie sieht das in China aus? Weil du kannst ja nicht einfach nur Copy-Paste machen. Das hat niemand gern, oder? Mm. Und an dem sind wir jetzt dran. Einfach so ein bisschen, was ist so dein nächstes Ziel? Oder was ist das, wo du dir jetzt sagst? Machst du dir so Zäsuren und denkst, hey, eben jetzt ein runder Geburtstag, was steht jetzt noch an? Oder? Weißt du, was lustig ist? Ich habe mal ein Vorstellungsgespräch mit dem Schweizer Fernsehen gehabt, da hat mich die Personalabteilung genau das auch gefragt, was haben Sie für Ziel? Frau Knickenberg, da habe ich noch den Mädchennamen gehabt. Und dann nachher habe ich dort schon das Gleiche gesagt, wenn ich dir jetzt wieder sage, ich habe keine Ziele. Weil ich persönlich das Gefühl habe, dass man Zielscheuklappen aufzieht und dann vergesse ich links und rechts zu schauen. Und vielleicht ist links eine Abzweigung, die ich nicht auf dem Radar hatte, nicht auf dem Schirm hatte, aber die total schön ist. Und das lasse ich mir offen. Also dann sagst du mir, weil du auch schon gesagt hast, man muss so ein bisschen überlegen, so eben, was für einen Partner, will man Kind, so ein bisschen in diesem Bereich eher etwas planen, aber geschäftlich... Weil das widerspricht sich ja ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, was du jüngeren Frauen so mit auf den Weg geben willst. Nein, also ich lasse mich im Geschäftsleben sehr gerne überraschen. Natürlich weiss ich jemanden, wo es hingehen soll. Und was mir wichtig ist, das weiss ich. Ich glaube, ich bin mir meinen persönlichen Bedürfnissen sehr, sehr im Klaren geworden in den letzten 15 Jahren. Das war früher auch nicht so der Fall gewesen. Aber ich weiss sehr genau, mit wem ich noch die nächsten Jahre verbringen und mit wem nicht. Also auch geschäftlich? Auch geschäftlich. Natürlich fängst du an, je älter du wirst, vielleicht auch ein bisschen selektiver werden und sagen, ja gut, wie viele gute Sommer habe ich denn noch? Sind es jetzt noch 20? Hey, keine Ahnung. Vielleicht sind es 25, vielleicht sind es aber auch nur 5. Und dann plötzlich denkst du, 5 gute Sommer? Boah, das ist gar nicht so viel. Und dann fängst du an, ein bisschen selektiver werden. Ich glaube, dahingehend mache ich mir schon Gedanken und darum ist es auch kein Widerspruch. Ich mache mir Gedanken, ich möchte bis zu meinem letzten Tag arbeiten, ehrlich gesagt. Ich möchte weiter können lesen, ich möchte weiter in der Natur draussen sein, darum wohnen wir auch im Appenzell. Ich habe einen riesen Kräutergarten, mir ist das extrem wichtig, dass ich in der Natur sein kann.
dass ich geerdet sein kann, weil wenn du zu lange in Zürich an der Bahnhofstrasse bist, hast du das Gefühl, das ist alles echt und das ist alles die Welt und das ist alles die Schweiz. Und dann bin ich froh, wenn du wieder ins Appenzell kommst. Ist das der Grund, warum wir nicht in Zürich oder irgendwo so wohnen? Einfach eine gesunde Distanz haben. Also ich finde, man sagt Deformation professionell, oder? Du hast ja, wenn du nur eben mit Leuten, nur mit Journalisten, nur mit Verlegern zu tun hast, dann am Schluss jammern sich alle mit dem gleichen Zeug ins Schiele. Also alle haben die gleichen Probleme, alle haben die gleichen Herausforderungen und es kommt selten etwas Neues daher. Und ich finde es einfach sehr wohltuend, wenn du aus dieser, Bahnhofstrassen-Atmosphäre von Zürich rauskommst, ins Appenzell, mein Nachbar, der weiß, glaube ich, weiß nicht, ob die interessiert einfach nicht, ob ich jetzt ein Kelly-Bag habe oder ein Handtäschchen vom H&M oder ein Migros-Sack. Also ich stelle mir das recht idyllisch vor, in dem Kräutergarten im Appenzell. Das ist es. Dann lassen wir dich wieder in den Kräutergarten, also wahrscheinlich irgendeinmal dann. Deine Agenda ist nach wie vor sehr voll, aber eben, du nimmst dir Zeit auch für so Sachen, muss, also ich brauch das, wenn ein Pflänzchen wo sonst kein Wasser hat. Also ich brauche das zum Leben, dass ich in der Natur kann sein kann. Und dass ich einfach nur Sandra darf sein. Dass auch egal ist, was ich mache, dass Menschen sich für mich als Mensch interessieren und nicht für die Rolle, für die Verlegerin, für die Netzwerkerin oder was auch immer. Ich glaube, du hast dich gezeigt als Sandra Stella Triebel, weniger als Verlegerin, mehr als Mensch auch. Oder beides ein bisschen. Und zum Schluss haben wir nochmal einen Lieblingssong von dir, Snow Patrol, Shut Your Eyes. Ja, weil man manchmal so ein bisschen, ich habe so eine romantische Vorstellung von wegen, du bist irgendwo in der Natur, machst die Augen zu und spürst den Wind oder um die Nase bläst und alles ist in Ordnung und du schmeckst die Kräuter und du schmeckst die Blumen und du schmeckst den Wald und das ist alles so. Alles ist eine Einheit und alles ist okay. Und es ist eigentlich alles schon da. Und das finde ich schön, immer wieder zu spüren, dass du weißt, eigentlich ist ganz viel schon da. Du musst es nur ins Leben holen. Shut your eyes. Shut your eyes.